Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es ein Fullface auf BH Cosmetics. Ich habe irgendwie Bock gehabt, ich habe ja eine neue Palette geshoppt. Und zwar diese hier. Und wollte sie unbedingt mal mit euch zusammen testen. Erst dachte ich, nee, brauche ich nicht, nicht noch eine bunte. Aber die hat doch echt super schicke Farben. Ich werde mich zwar danach abduschen gehen, also duschen, weil ich eh duschen muss. Und dachte, vorher schminke ich aber was. Mich interessieren einfach diese schimmernden Töne total und auch die matten natürlich. Weil mit matten, bunten Tönen ist es nicht immer einfach. Da ist doch braun eher. Und da der Sommer bald vorbei sein wird, leider, habe ich gedacht, gut, wir nutzen die Gelegenheit und schminken uns einfach. Mit Full Face auf BH Cosmetics. Ich habe alles bis auf Primer. Ich habe auch Pinsel von BH Cosmetics. Die werde ich jetzt auch überwiegend benutzen einfach. Ich habe hier viele verschiedene Pinsel. Ist nicht nur BH Cosmetics dabei, aber überwiegend. Ja, genau. Wir testen. Primer habe ich nicht, aber ich trage mir immer so eine... Ja, ganz toll. Wenn man nichts findet in seinem eigenen Chaos. Diesen Primer, das ist für mich, ich habe nichts drauf, ich habe mein Gesicht gereinigt und trage mir dann direkt diese feuchtigkeitsspendenden Primer auf. Da ist auch nicht mehr ganz so viel drin. Und den finde ich in Ordnung und wenn man sowas hat, dann kann man das statt Tagespflege dann drauf nehmen. Ich habe auch wieder ein paar Flops für mich. Für mich dürfen die Produkte dann auch ausziehen. Ganze Family Date als durch. Unglaublich. Maya Fu. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich eine Foundation und wir kommen auch zu den Eiern, die ich dafür benutzen werde. Zum einen ein lila Ei von BH Cosmetics und zum anderen ein schwarzes Ei. Ich muss sagen, der schwarze ist ein bisschen fluffiger als der hier. Der ist so ein bisschen wie der eigene von DM, vielleicht ein Ticken weicher, also wie es damals war. Oder wie der, ja, ich würde eher den schwarzen bevorzugen. Aber nicht die Form. Es erinnert mich irgendwie an Sexspielzeug. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob ich das unbedingt im Gesicht haben möchte. Oder lieber an anderen Stellen. Aber das ist halt nicht so. Also diese zwei Eier würde ich auch direkt danach aussortieren. Ich habe so meine Favoriten, deswegen horte ich das alles nicht. Wir fangen an mit der Foundation. Natural Flawless. BH Liquid Foundation. Natural Flawless. So sieht die aus. Wenn ich es schaffe, blende ich euch die Preise ein, wenn es die überhaupt noch gibt. Und wenn ich pumpe, kommt da nicht ganz so viel raus. Also ich habe jetzt 4 Pumpstöße ungefähr genommen und verteile das jetzt erstmal mit meinem Ei. Die ist relativ hell, was aber nichts ausmacht, weil wir können ja Bronzer benutzen. Ich habe, wie gesagt, alles bis auf den Primer gehabt. Und eine Lidschattenbase. Die habe ich leider auch nicht von BH Cosmetics. Leider kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich eine hatte. Ich denke auch nicht, dass ich eine hatte. Und dann benutze ich einfach nochmal einen Pumper. Also ich habe nochmal 2 Pumpstöße genommen und trage mir das an die Stellen auf, wo ich einfach eine höhere Deckkraft möchte, weil es wirklich ein sehr, sehr natürliches Finish gibt. Sie hat keine allzu hohe Deckkraft. Ich fand sie auch nicht so gut in der Full Size als in Pröbchen, komischerweise. Ich habe übrigens die 205 Fair Golden, weil ich eher so ein Gelb, ich bin eigentlich Minion Gelb, vielleicht ein Ticken heller als Minion. Ja, ich habe am meisten Lidschattenpaletten. Ich wollte euch das aber nicht nochmal zeigen. Jetzt jedenfalls nicht, weil es hat sich nicht viel getan. Ja, so an sich ist es ja aber gar nicht so verkehrt, was ich hier mache. So ein bisschen an den Stellen einfach aufbauen, wo es einfach nötig ist. Ich werde den Schwamm heute in die Waschmaschine stecken. Und ja, vielleicht mag es ja jemand anderes mal austesten. Der ist nicht schlecht, aber ich habe einfach meine Favoriten. Wozu sollte ich mich mit alten Ballast quälen sozusagen. Ich habe genug Foundation noch, also mein Teint ist geebnet,
aber es ist auch nicht too much. Genau. Dann kommen wir zum Concealer. So sieht er aus. Ich habe da auch die 105. Der ist sehr, sehr hell. Muss den mal mischen, weil der hat sich schon getrennt. Der hat sich von mir getrennt. Da trage ich, das ist nicht so mein Favorit, das in diesen Tuben hier aufzutragen. Da reicht auch eigentlich so ein Einpumper. Ja, ich würde das auch umfüllen in sowas hier. Sollte der Catrice Camouflage demnächst leer gehen, kommt da so ein Tübchen rein. Und dann, meine Lieben, trage ich das auch mit meinem Ei auf. Und zwar mit dem hier. Der ist, wie gesagt, nicht ganz so fluffig. Aber er ist ziemlich hell und gelb. Also wer wirklich keinen Gelbstich hat, ist die 105 nichts. Genauso wie die Foundation. Ich würde aber nicht sagen, dass sie so einen gelben Unterton hat. Sie geht eher so von neutral in etwas gelbstichigen. Ja, meine Nase ist auch immer rot. Ich finde den Concealer, der Concealer passt mal so gar nicht zur Foundation, weil der Concealer viel deckender ist als die Foundation. Das mag ich persönlich überhaupt nicht. Ich finde, das sieht so unschön aus. Aber wir leben jetzt mit dem, was wir einfach da haben und gut ist. Die Foundation kriegt auch im Moment nicht ganz so stark in die Linien. Ein paar, ja, ich hole es halt immer wieder raus, sag ich mal, aus den Linien. Auf jeden Fall sieht der das Gesicht schon geebnet aus und sieht schön ebenmäßig aus, nicht zu viel. Wie gesagt, hier so, wisst ihr, wenn dann die Säcke abgedingstert sind, sehr trocken, sehr nicht so mein Favorit. Also unter den Augen sehe ich einfach 20 Jahre noch älter aus. Kein Favorit. Gut. Das ist schön. Für den Winter vielleicht gut geeignet. Also im Sommer brauche ich definitiv was Matteres, was wirklich bombenfest klebt im Gesicht und ganz leicht ist. Schon schwierig, ne? Ja. Dann haben wir ein Puder in der 205. So sieht es aus. Ziemlich hell, wie ich finde. Und da gehe ich jetzt mit einem fluffigen Pinsel einfach mal rein. In dem Puder ist auch so ein Schwämmchen drin, was ich aber nie benötige, jedenfalls nicht in der heutigen Zeit. Heute gibt es Pinsel, gab es früher nicht. Da hat man sich alles irgendwie mit den Fingern aufgetragen. Oh, das könnte man auch als Tutorial machen. Oh mein Gott, ich habe meine Pinsel vergessen. Was nun? Ja. Und dann ab mit den Händen. Es ist ein leichtes Puder, was gar nicht so cakey ist, was ich jetzt gedacht habe. Es ist sehr matt, aber fast schon nicht sichtbar als Puder. Weißt du, was ich meine? Fast schon nicht sichtbar als eigenes Puder. Ja, eine nette Geschichte, sage ich mal. Fühlt sich jetzt auch nicht zu trocken an. Es fühlt sich immer noch so leicht genährt an von der Foundation. Ja. Okay, dann habe ich hier ein Fixierungsspray, das habe ich noch gar nicht ausgepackt sozusagen. Relativ teuer fand ich das. Ich glaube, das hat 12 Euro gekostet, sind 100 Milliliter drin. Es kommt so bei euch an und hat aber noch so einen Sprühkopf, den wir auch direkt da dran machen. Keine Ahnung, ob man schütteln soll. Was soll es denn machen? Make-up Setting Spray. Studio Pro Reihe. Ja, ich werde die Flasche nicht wahrscheinlich mögen, weil alles, was man. Sie ist so ein bisschen gummiert, sieht stylisch aus, aber total für den Gebrauch nicht geeignet, denn alle Finger Datscha bleiben dran. Das Produkt würde ich alleine wegen dem Packaging nicht mehr nachkaufen. So. Dann habe ich unzählige Gesichtspaletten noch. Ich würde sagen, wir kommen einfach mal zu den Augenbrauen. Da habe ich jetzt zwei Duos. Das eine, vielleicht finde ich ja auch irgendwas, was auch funktioniert. Von BH Cosmetic habe ich sämtliche Augenbrauenpinsel, die es eigentlich so in den Sets gibt. Viele habe ich jetzt auch schon
Ja, einfach auch verschenkt Pinsel und oder getauscht. Viele habe ich noch da. Ich habe jetzt einfach ein Duo genommen. Das ein Spoolie hat fast die, immer Beard Cosmetics an diesen Augenbrauenpinsel. Also das sind die stinknormalen Augenbrauenpinsel und die benutze ich auch. Und dann gibt es so ein Spoolie entweder von Beard Cosmetics so, den ich echt gut finde. Den mag ich, weil es einfach schnell geht, ja. Man kann einfach auftragen. Mein Gesicht sieht sehr, sehr schön aus. Man sieht Sommersprossen. Es sieht gar nicht so zugeklatscht aus. Die Augenpartie hat sich jetzt auch beruhigt. Ja. Also ich werde aber trotzdem das Duo nehmen, weil das sauber ist. Und dann habe ich einmal eine Studio Pro Pomade. So sieht das Töpfchen aus. Da ist noch was anderes noch mit dabei gemischt. Und wir werden einfach nehmen. Was mir gleich aufgefallen ist, ich muss sagen, es ist mir gleich eingetrocknet. Ich hatte das nicht so lange und dann ist mir das Pettchen schon eingetrocknet. Was ich dann gemacht habe, war einfach Glycerin rein. Wir werden eine Augenbrauen mit der, was mache ich da eigentlich immer? Eine Augenbrauen mit der Pomade machen. Und eine mit einem Augenbrauenstift. Das kann ich euch sagen, ist so ein bisschen grünstichig, was mir auch nicht sehr gut gefallen hat. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, es gibt Besseres auf dem Markt. Alle fahren so auf diese Anastasia Beverly Hills Pomade ab. Ein paar sind immer noch dran kleben geblieben, andere nutzen diese Mikro-Pencils. Viele haben sich die Augenbrauen tätowiert. Ich dagegen benutze stinknormalen Stift zurzeit. Funktioniert auch gut. Ja, also wie gesagt, am liebsten benutze ich den hier, weil da einfach beides dran ist. Ich mag nicht immer an alles denken. Okay. Irgendwie versucht sich die Foundation hier zu lösen. Es fühlt sich auf dem Gesicht ziemlich beppig an. So, als hätte man irgendeine Maske drauf. Also ich hatte heute diese schwarze Black Hat oder sowas Maske drauf. Und so fühlt sich das in meinem Gesicht derzeitig an. Ja, oh, der Pin, der war auch tatsächlich von BH Cosmetics. Ich kenne meine Augenbrauen einfach aus. Und dann gibt es hier so ein HD Brow Pencil. Crayon in Blond. Der ist ultra fein, aber der sieht schon ausgetrocknet aus. Ich hoffe, ihr seht das und so kam er aber auch schon an. Also es war nicht so, dass ich den jetzt irgendwie monatelang gehortet habe, sondern er kam schon so an. Ich glaube, es war auch so, dass er nicht abgebrochen ist und ich eigentlich von so. Denn immer wenn ich drehe, läuft die Waschmaschine. Die läuft eigentlich 24 Stunden 7. Ist halt ein softerer Look, sag ich mal. Ne? Mit der Augenbrauen, die ist halt so, ja, voll mit der Pomade halt. Und die halt nicht. Wir gucken mal, was einfach unser. Ja, also ich finde es nicht schlecht. Ich würde ihn mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil man den einfach schwierig beziehen kann. Man muss im Internet bestellen oder man braucht eine BH-Theke. Ich weiß auch nicht, ob er in der BH-Cosmetics-Theke ist, denn ich habe keine. Also ich habe mal einen Aufsteller, glaube ich, gesehen mit drei Paletten drin letztes Jahr und das war's dann. Aber was hier jetzt mit der Foundation passiert ist, ist der, die krümelt so irgendwie weg. Sieht gar nicht so schön aus. Meine Nase auch. Also das ist für mich schon ein absolutes No-Go. Auch wenn ich Puder drauf habe. Bleib doch da, wo ich dich hingepackt habe. Naja. Als Bronzer habe ich hier zum einen so einen Illuminator von Ashley bei Tisdale. Nee, bei Ashley Tisdale. Den fand ich auch echt schön, weil der wirklich so einen richtig tollen Glow hat. So bronzig halt, ne? So fast schon ins Kupfer gehen, ne? Das hier ist eigentlich ein Blush, aber ich nutze es eher so als Bronzer-Ersatz. Also eher so großflächig. Die Pinsel von BH Cosmetics kann ich euch fast alle empfehlen.
Die Blushes sind echt nett und total süß gestaltet hier mit dieser Pappverpackung. Und ich feiere einfach auch, dass sie so Pappverpackungen haben. Ich finde das irgendwie besser zu händigen. Man kann sie oftmals so umknicken, ja. Da ist sogar ein Spiegel dabei. Was will man eigentlich mehr? Den tragen wir uns jetzt einfach. Ja, ich habe keinen Bronzer von Beach Cosmetics. Ich hatte auch nie einen gewollt, weil ich einfach so viel habe. Aber wir tragen uns das einfach großflächig auf. So, dann kommen wir zu Blush. Als Blush finde ich diese Palette total schön. Diese Blush-Palette total schön. Und da tragen wir uns jetzt auch mal einen Blush auf. Ich habe den jetzt in der Mitte genommen, den ich auch echt am schönsten finde. Die haben schon selbst so ein Glow mit drinne, aber die Highlighter sind auch bombenmäßig pigmentiert. Also wer einfach so eine Palette haben möchte, ich liebe sie und ich werde mir die in Grace auch angucken. Auf jeden Fall, die steht schon ganz groß auf meiner Wunschliste drauf. Man sieht ja, ne? Dann kommen wir zum Highlighter. Da habe ich diese Spot-Paletten. Das ist die Black Light Highlighter 6 Color Eyeshadow Palette. Wenn alles hinkracht, ist nichts passiert. So sieht die aus. Sie kam ja schon gebrochen an. Es ist halt etwas Außergewöhnliches. Wenn man wirklich auffallen will, dann ist diese Palette auf jeden Fall was. Ich meine, mit diesen Untertönen blau, rosa, bla bla bla. Na, das ist hammermäßig. Das ist wirklich für extravagante Looks. Dann habe ich aber eine wunderschöne Palette So, noch. Dann eben, wie gesagt, das ist die große. Ich würde tatsächlich nicht nochmal diese große kaufen, weil sie einfach ziemlich unpraktisch ist. Die gibt es nämlich auch in klein und die habe ich mir gleich zugeschnappt. Ich werde versuchen, irgendwann mal Hittepans auch hier zu schaffen. Das ist unmöglich. Die ist so gut pigmentiert und die hat wirklich tolle, tolle Farben. Passt in die Handtasche auch rein. Wir schminken uns jetzt schnell. Ja, irgendwie sowas. Und da benutze ich den Pinsel hier und trage mir Dream auf. Also man sieht ganz gut, ne? Sie sind schon echt bombastisch, muss man schon sagen. Die schnüffelt. Die schnüffelt. Und dann Vivid. Vivid finde ich, also ich finde die ganze Palette ist super gelungen. Klar, wer so einen krassen Highlight nicht mag, der sollte es natürlich lassen. Der ist eher so metallisch. Aber ich muss sagen, trotzdem fühle ich mich mit dem Concealer nicht ganz so wohl. Klar, die kriechen alle bei mir, macht nichts. Hole ich auch wieder raus und dann passt's. Aber so ein Highlighter ist halt echt geil. So, dann kommen wir auch zu den Augen schon. So, ich habe schon Primer aufgetragen auf den Augen. Jetzt kommen wir eben zu der bunten Palette. Ich habe sämtliche Paletten, ne? Aber ich dachte, wir testen eine Neuheit dabei. Ich habe ein bisschen Probleme hier mit trockenen Stellen, weil da mir ein Haar eingewachsen ist. Wir lassen uns von diesen Augen nicht irritieren. Ich fange einfach an, einen Look auf der anderen Seite zu schminken. Ich dachte, wir probieren so ein bisschen. Ist irgendwie geil, ne? Ich überlege, ob wir so in der Reihe bleiben. Okay. Ich habe schon eine Idee, wie wir es am besten machen. Ich benutze jetzt nicht nur BH Cosmetics Pinsel für mein Augen-Make-up. Wenn es geht, dann ja. Wenn nicht, dann sind die anderen in der Reinigung. Ich benutze jetzt erstmal diesen Beige-Ton und trage ihn mir auf beiden Seiten erstmal auf. Hier muss ich irgendwie peelen oder sowas. Also ich konnte meine Nase noch etwas retten und auch meine Stirn. Und zwar mit dem Pinsel, wo noch ein bisschen Concealer drin war. Aber sonst war es echt nicht so nett, nicht so gut. Weil ich muss hier ein bisschen in dieser Kiste rumwühlen. Okay, ich habe eine Idee. Und zwar trage ich mir dieses helle Blau hier mal auf.
Ich habe nicht abgeklopft, Fallout des Todes, aber ich bin auch selber schuld. Hoffentlich geht's wieder weg. Ich brauche einen Staubsauger, der meine Pigmente aufsaugt. Dann gehe ich in das Dunkelblau rein, mit demselben Pinsel, da klopfe ich aber ein bisschen ab. Also man sieht ganz gut, dass ich noch eben Fallout habe. Es ist nicht ganz so intensiv, wie ich es mir erhofft hatte. Blau ist einfach echt eine schwierige Tint. Hier will es auch nicht wiederholen. Also Erstgesicht nicht. Aber das ist ja eben, wie gesagt, ein Test. Ja. So. Dann nehme ich mir einen etwas anderen Pinsel und trage mir jetzt erstmal dieses wunderschöne Lila oben drüber auf. Wir sprühen das Ganze mal an mit diesem Fixierungsspray von BH Cosmetics. Ich habe das jetzt auch mit dem Finger aufgetragen, weil ich es einfach fand. Entweder liegt es echt an mir oder es liegt einfach am Blau. Blau und ich, wir sind keine Freunde, oder es will mir sagen, lass es einfach mit dem Blau. Ja. Boah. Wie wunderschön. Wie schön ist dieses Gelb eigentlich? Schaut mal, wie schön. Mir gefällt immer eher so Sonnengelb wie so Senf. Sehr, sehr schön. Das lässt sich auch klasse verblenden. Sieht einfach toll aus. Dann gehe ich in dieses Grün. Ich möchte jetzt einfach mal ein paar Farben testen. Ich habe eben, wie gesagt, nicht die passenden Pinsel gerade alle gewaschen. Ich werde einfach die Pinsel nehmen, die ich habe. BH Cosmetics Pinsel sind durchaus wirklich klasse. Ich sprühe auch direkt an, weil die schimmernden doch sehr. Oh, ich habe den Hund getroffen. Der ist jetzt gerade für 14 Tage bei mir. Und eigentlich fehlt mir hier noch so ein Grün. Dann hätte ich das nochmal so. Aber Hammer, Hammer, die schimmernden sind so außergewöhnlich schön. So sieht es aus. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Bis auf das Blau da hinten, ne? Nicola, wenn sie dich beißt, bist du selber schuld, Schatz. Hast du das? Ich probiere das nochmal mit so einem Echthaarpinsel einfach. Ups, hier. Ah ja. So, Fallout des Todes. Selber schuld. Einfach das Gesicht danach machen. So schön. Es gefällt mir so, so gut. Auch der Übergang, ne? Dieses Türkis, was da rauskommt, sieht klasse aus. So, meine Lieben, dann würde ich eher so einen roten, orangenen Look noch dazu machen. Und zwar fange ich an mit diesem, ja, Orange und trage mir das hier auf. Und dann gehe ich in das Orange hier. Das ist so ein Rot-Orange. Tolle, tolle Palette. Ich kann überhaupt nicht meckern. Weiß nicht. Sieht toll aus. Dann muss ich einen kleineren Pinsel nehmen und zwar einen von Mary Kay und gehe in dieses Lila rein.
Und also ich bin jetzt in das Pink reingegangen, in das hier und dann in dieses, die Farben geben sich nicht viel, muss ich sagen. Sie geben sich irgendwie nicht so viel. Aber ich versuche das ja so ein bisschen dunkler hier hinten hinzukriegen. Also es ist so, dass man es nicht anfassen dürfte danach. Ein bisschen schlecht, aber so ist es halt. Und dieses Grün, ne? Das sieht einfach klasse aus. Ja. Dann versuche ich mal. Also. Versuche ich mal mein Lid auszugleichen, indem ich einfach ein bisschen weiße Farbe drauf mache. Nikolai, was machst du? Was spielst du? So. Ist nur so ein bisschen, ja, nicht ganz so, wie ich es wollte, aber es geht auch mit dieser klebrigen Paste nicht so von nix. So. Ich möchte unbedingt in diesen Ton hier rein, der macht mich schon, also... Diese drei sind einfach Bombe. Oh mein Gott. Warum habe ich sie nicht schon eher gehabt? Oh mein Gott. Ist das schön. Ist das nicht schön? Ich habe es nicht angesprüht, ne? Wow. Okay, so was richtig Helles ist da auch nicht dabei. Ich würde jetzt einfach mit diesem, ja, mit dem Pinsel einfach in das Gelb nochmal rein und versuchen. Und dann... Und das hier, das ist so ein Rosa. Um den Übergang nochmal da oben ein bisschen schöner hinzubekommen, gehe ich natürlich in diesen Beige-Ton rein und versuche ihn ein bisschen so auszugleichen. Wie schön, ich könnte ausrasten. Oh Gott, ist das schön. Wie gesagt, hier ist meine trockene Stelle, das sieht man auch. Ich kriege das nicht weg, seht ihr das? Das sind so vielleicht vom Rasieren, so wie so Rasierbrand. Ich bin restlos begeistert. Ich habe auch noch einen Eyeliner. Absolute große Liebe. Diese Schimmertöne vor allen Dingen. Boah. Wenn ich auch nur die Depotte und raushole, die sind... Wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich bin einfach absolut in das Pink reingedetscht mit meinen Fingernagels. Grab aus, die Kacke. Mir gefällt es, das hier vorne noch nicht so ganz. Seht ihr das hier? Hammer. Hammer, Hammer. Ja, da kommt definitiv jetzt noch ein Lidstrich drauf und dann tuschen wir unsere Wimpern. Man kann auch falsche Wimpern. Ich habe gehört, diese Brasilien-Style, meine Liebe, kauft sie sich und gefällt ihr super. Ihr könnt gerne bei Instagram bei ihr vorbeischauen. Ich verlinke mal ihren Namen. Sieht toll aus. Ich weiß nicht, ob ihr Konto privat ist. Auf jeden Fall habe ich einen Liquid Liner. Das sieht so aus. Und der ist nochmal extra geschützt. Und dann ziehen wir uns einfach mal einen Lidstrich. Aber irgendwie kriechen die Lidschatten auch gleich in die Falten. Ja gut, hier ist ja klar, ne? Wegen der NYX Base. Weil sie jetzt auch nichts... Es ist so schön, ich würde es gerne so lassen, aber wo soll ich so hin? Ich will noch einkaufen, wir brauchen noch was.
Ich habe auch einen weißen, also so einen beigen Kajal gekauft. Also das würde ich mir auch nicht von dieser Firma zulegen. Ich habe hier einen beigen Kajal. Power Pencil Beige. Ich finde das nicht so ein Power Pencil. Ich kann euch das ja mal zeigen. Er bleibt einfach nicht so lange dran. Oh, meine Augen tränen ja sofort. So. Ja. Dann tusche ich eben meine Wimpern und komme dann wieder zurück, dass wir einfach den Look vollständigen können, indem wir vor Lippenstift So, auf auftragen. jeden Fall ist mein Look jetzt so fast vollständig. Ich habe hier noch von BH Cosmetics Endora ein Set gekauft, was ich toll finde. Ich mag die Lip Liner auch sehr. Die sind super pigmentiert. Und entweder habe ich immer ein Set gekauft, wenn es 1 plus 1 gab. Oder wenn es irgendwie 30% oder sowas auf Lippenprodukte gab, keine Ahnung. Auf jeden Fall online. Und ich muss sagen, Endora war echt eine tolle Farbe. Und es ist hoffentlich heute auch noch. Die riechen nie gut. Wozu braucht man Lip Liner, wenn man eh drüber malt? Ich liebe diese Farbe. Wunderschön, meine Looks. Ich feiere sie gerade. Ich feiere diese schimmernden Farben. Ultra und auch diese Verblendbarkeit. Sieht wahnsinnig schön aus. Sieht aus, als hätte ich eine dritte Farbe dazu gemischt. Ist es aber nicht. Absolut sommertauglich und absolut festivaltauglich, ne? Also, wenn es nicht gerade 40 Grad im Schatten hat. Die hier sind trocken. Und sie tragen sich auch nicht so schön ab. Also für den Preis von 10 Euro oder 12, 13 Euro, was sie kosten im Set, kann ich sie euch nicht empfehlen. Die Farbe ist schön, ja, aber was bringt das? Für so einen Look, wie ich euch jetzt geschminkt habe, ja, aber nicht für andere. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Die Palette ist der absolute Knaller. Ich feiere das Ding unheimlich. Ich hoffe, ich schmink noch andere, vielleicht noch matte Looks und. Aber die Schimmernden sind einfach bombastisch. Alleine wenn ihr deswegen den Schimmernden kauft, holt sie euch für 9 Euro im Angebot. Ne, wir sind hier bei QVC. 9 Euro im Angebot sofort in der Warenkorb. Kaufen sie 2, kriegen sie 5. Nicht umsonst. Müssen sie auch bezahlen. Ja, die Liquid Lipsticks kann ich euch nicht empfehlen. Die Palette ja. Die Lip Liner sind auch in Ordnung. Sie lassen sich unheimlich gut auftragen. Passen sich einfach gut an, sind schön cremig, nicht zu cremig, das mag ich nämlich auch nicht. Dann habe ich den Liquid Liner, den würde ich euch auch nicht empfehlen. Die Pomade trocknet zu schnell ein. Der Augenbrauenstift kam schon trocken, ist aber natürlich, würde ich euch aber auch nicht empfehlen. Meine persönliche. Die Foundation, vielleicht für den Winter, ja, für den Sommer denke ich eher nicht. Ich würde sie mir nicht nachkaufen. Ich würde sie platt machen, aber nicht nachkaufen. Eventuell geht sie auch weiter, weil ich habe so viele gute Foundations, da brauche ich nicht etwas, was für mich einfach nicht so passt. Genauso wie beide Eier. Also wenn ihr eins von beiden nimmt, dann eher das schwarze, das ist ein bisschen fluffiger, wobei man einfach nicht gut in die Innenwinkel damit kommt. Also auch eher ein Flop. Das lila Ei ist auch für mich ein Flop, weil es etwas härter ist. Also wie die erste Generation Beauty Blender aus der Drogerie. Dann haben wir den Concealer gehabt. Ja, der ist mir einfach zu deckend, zu trocken, zu. Ja, eher was vielleicht fürs Gesicht, wenn man was abdecken möchte. Da könnte ich es mir gut vorstellen, aber nicht unter der Augenpartie leer machen und weg oder komplett abgeben. Mal gucken, vielleicht geht das auch ins Set weg. Dann haben wir von BH Cosmetics das Studio Pro Puder, finde ich gut. Durchaus ein solides Puder, was nicht zu viel Farbe abgibt. Also, es ist sehr, sehr matt. Todesmatt, kann man sagen. Aber nicht cakey matt. Also, irgendwie hat sich das schön mit der Foundation verbunden, wobei mein Gesicht glitzert und schimmert in allen Regenbogenfarben. Dann das Fixierungsspray, alleine wegen der Gummierung. Nein, ansonsten hat es ein beppiges Finish gemacht und ich konnte meine Foundation. Also, ihr seht, irgendwie will das auf meiner Nase nicht heben. Auch wenn es gut ist für den Preis, not.
Dann lieber irgendwas aus dem Douglas, also wisst ihr, hochpreisig, dann nochmal 15 Euro zulegen oder so. Dann die ganzen Gesichtspaletten, die ich euch absolut empfehlen kann. Zum Beispiel ist hier so eine 10er dabei mit krassen Farben und die sind wirklich krass. Da kann man auch einen richtigen Augen-Make-up mit schminken. So sieht es aus. Oder die hier, die finde ich auch gut. Die, ich liebe die, auch wenn die Glitzer enthält, die Farbe liebe ich trotzdem, weil man kann das Glitzer einfach so wegklopfen, dann hat man keinen Glitzer drauf. Ich liebe diese Palette. Go Blush to Go Palette, wirklich empfehlenswert. Und dann diese kleinen Scheißchen finde ich auch toll, wirklich empfehlenswert. Haben auch eine tolle Pigmentierung und sehen einfach klasse aus. Ich mag das, dass man einfach wählen kann, entweder mehr ins Rosa oder eher ins Peachige zu gehen. Tolle, tolle, tolle Geschichte hier. Die könnt ihr euch auch angucken. Die finde ich auch gut. Die Palette, wie gesagt, ist der absolute Hammer. Die ganzen Highlighter-Paletten sind absoluter Hammer, wenn man die braucht. Und die Blush-Palette mit den Highlighter. Also, wenn ihr nicht sagt, oh, ich will nicht so viel auf einmal, dann eher diese Blush-Palette mit Highlighter, weil die bumst euch einfach weg. Wumst, wumst, wumst. Guck ich mir zu. Maya zu. Okay, und dann der Illuminator nicht unbedingt, war ein Favorit eine Zeit lang, ja. Aber ich kann dann auch eher einen Highlighter mit ein was anderes mischen und gut ist. Na? Ansonsten, Hammer. Vielleicht seht ihr auch, wie trocken das aussieht. Nicht so. Nicht so mein Ding. Aber dafür halten sie eine Weile, aber sie tun sich dann hier innen drinne abmachen. Und alles, was dann so Kaffee, das bleibt alles an diesen Rand kleben. Das ist so unschön. Ja, das war's. Pinsel, absolut. Ich habe einige Reviews schon gemacht über die Pinsel. Oh, Make-up, ich bye, liebe es. Bye, bye. Bye, sag nochmal. Bye, bye, Baby. Ciao, ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch ciao, gefallen. Ciao, ihr Lieben.